Außenwürfe. Willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 mit Happy Tau, Flaming Sky und User Fail Exe. Ich kann mir diesen Namen immer nicht merken. Und wir machen jetzt hier eine Trevor-Mission namens Doppelrotor und da müssen wir eine ganze Menge Gegner wegholzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Endlich mal eine der ersten richtigen Missionen, die ich mal hier spiele. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso wie uns. Auch wenn ich tatsächlich zwei Folgen draus mache, weil wir sehr viel und sehr lange Bullshit gebaut haben. Viel Spaß! Da müssen wir von denen die beiden Kampfhelis klauen. Damit müssen wir dann zwei andere Meriwether-Basen zusammenschießen. Ja, ich kann auch mit dem Heli nicht fliegen. Also ich kann schießen, aber nicht fliegen. Ja, du kannst ja Vorbeifahrersitz aus meinem normalen Gewehr aus rausschießen. Okay, wunderbar. Boah, warum bin ich denn so weit entfernt gespawnt? Weil du die Mission schon mal gemacht hast. Aber der hat ein schickes Auto, ne? Muss man ihm lassen. Ja, den Panzer, das ist geil. Der Akuma? Ja. Der Kurkuma? Kuruma da, ja. Kurkuma. Kurkuma. Ich meine, fahren fährt er wie eine Frau, aber... Ja, also fahren geht echt nicht. Also. Na, aber geht auch gut fahren, eine Frau, ne? Also was der gerade zusammenfährt? Ich sag, es gibt auch Frauen, die gut fahren können. Halte ich für ein Gerücht. Ach, ich weiß nicht, also wenn du zu Sabine Schmitz sagst, du fährst wie eine Frau, wird sie sagen, ja, das stimmt. Aber es ist halt, sie fährt halt Rennen. Also so wie Frauenfußball, weißt du? Oh, da ist ein blauer Punkt auf der Karte, der hat uns gerade vor uns abgeschnitten. Ah, da seid ihr! Ja, das sind halt so wie Frauenfußball. Also das nennt man ja auch Fußball, aber. Mögt ihr mich denn ansonsten gleich ein, wenn ihr mich überholen solltet, falls ihr schneller sein solltet als ich, mögt ihr mich dann mitnehmen? Ja. Musst du den Typen fragen? Ich fahr nicht. Ach so, ihr seid zu dritt bei dem. Ja, ja, mein Auto wurde zerstört, deswegen hätte ich erst telefonieren müssen und das ist immer so teuer. Ja. Oh, hallo. Schickes Auto hast du da. Oh. Danke, Pascal. Da. Komm rein hier. Jetzt wollte ich schon echt lang gedrückt halten. Boah, du hast einen ganz schön Kratzer in den Lack gemacht, ne? Oh, ja, aber. Voller die Weiche, ey. Hoffen wir mal nur gleich, dass er nicht vorrennt, weil da stehen verdammt viele Leute. Also bisher verhält er sich ganz teammäßig. Ja. Ah, kurz ab. Sehr gut. Wer ist überhaupt mit so einem Wagen? Top Geländewagen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Geländewagen, oder nicht? Ja, das stimmt. Vorhin der Spoiler ist ja auch nur, um den Dreck beiseite zu schaufeln. um sich eine ebene Fahrbahn zu schaffen. Naja, so. Sieht ja noch ganz gut aus soweit, ne? Ist ja quasi eine Baggerschaufel, oder? Ja. Die andere Form des Bullenfängers. Ich hoffe nur, der hält nicht da, wo der Wegpunkt sagt, man soll halten, weil dann sind wir voll im Schussfeld direkt von denen. Ach, das war, wo die Flugzeuge klauen muss? Ne, Helikopter. So, ich steig hier aus. Ich setz mich da, ja, geht schon los. Surprise! Ja, okay, dann machen wir halt doch. Dann gehen wir halt doch zu Fuß direkt rein. Ja, das hat sich jetzt wohl, glaube ich, so ergeben, würde ich mal sagen. Ja, scheiße. Scheiße! Ich wollte eigentlich sneaky wow, reingehen. Wow, da schießt jemand auf mich. Meine Panzerung ist weg. Links steht einer, hinten steht ein Helikopter. Alles klar. Gut. Ja, die schießen ja überall. Ja, vor allen Dingen, wir müssen ja auch erst oben in das Haus reingehen und sobald wir dann da drin sind, den Computer hacken, fordern die Verstärkung an. Ihr seid ja auch pfiffig, so weit fortzufahren. Ich bin doch nicht so weit vorne. Achso, nee, ist nur er. Stimmt. Naja, er vertraut auf seine Panzerung. Das klappt ja anscheinend auch ganz gut. Ja. Okay. Na komm, zeig dich.
Achtung, hinter dem Tank-LKW rechts von dir, Fail. Den sehe ich noch nicht, der wird mir nicht angezeigt. Naja, ich habe den bloß eben vorlaufen sehen, deswegen. Ich sehe keinen. Okay, dann ist doch, hier schreit einer, aber ich sehe ihn nicht. Ah, ja, ich geh mal rein, hast du ihn? Nee, ich hab ihn. Nein, noch nicht, ja, mehr oder weniger. Ja, ich habe mir vorher jemals von Socken gehauen und der war so begeistert, dass er rein, also mich gesehen hat, dass er direkt aus dem Socken gekippt. Okay, kommt ihr alle mit hier oben rein? Wo rein? Ah, hier oben in die Hütte. Ja, aber wenn wir alle hier drin sind, wird's verdammt eng. Ich gehe sonst ohne in den Schuppen. Kommt da ja, Verstärkung okay. Irgendwo? Ja, ja, da kommt massiv Verstärkung. Auch mit Helikopter oder. Ja, okay. Pascal, machen wir es so wie gestern. Du hackst und ich halt zerstöre hier die Tür. Ja. Warum habe ich jetzt eigentlich so komische Haare? Eigentlich sollte der doch glatt rasiert sein und nicht so stoppelig. So, also ich bin hier in dem Hangar-Schuppen-Dingsbums nebenbei. Alles klar. So, und ich habe noch 4 Raketen im Raketenwerfer. Also von daher, notfalls kriege ich da auch was. Ja. Überredet. Ja, es kommt mindestens ein Kampfheli. Wow. Ich stehe hier oben und beschütze Pascal, wenn er den Rechner hackt. Jo. Dumm hat er hackt. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Jungs hier killen. Wow. Wo ist der Helikopter? Wo ist der Helikopter? Wo ist der Helikopter? Rechts. Da, ja. Alles klar. Der Helikopter ist Geschichte. Okay. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen. Ich muss erstmal ein Müsli-Riegel futtern. Ja, mach das. Okay, von hinten kommen noch 2. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir können rausgehen, ne? Einer ist noch hinter der Bude. Okay, den hat's wohl erledigt. Jo. Alles klar. Mir werden keine mehr angezeigt. Nee, ja, bei mir auch gerade nicht. Ich bin jetzt so. hinter dem Gebäude. Gut. Und wer möchte mich denn begleiten? Du bist Heli oder was? Ja, sicher nicht. Ich kann nicht fliegen, deswegen. Ich muss auf jeden Fall Beiflieger sein. So. Alles klar. Ich glaub, ja, dann Y schnappt sich einen, dann schnapp ich mir den anderen. Jo. Dann kann irgendjemand sich noch einsetzen. Ich gehe bei Y mit. Mal gucken. Das ist herrlich, den einfach nur zu Nummer. Oh, ey, ich stehe vor seinem MG und er schießt. Okay. Meine Panzerung ist weg. Der sitzt aber gar nicht drin, der sitzt jetzt hier auf dem. Platz. Ja, auf Beifahrersitz, genau, da kannst du rausschießen. Weil der Beifahrerpilot, der Co-Pilot sozusagen, der könnte, glaube ich, nur eine Kamera bedienen, der kann keine Waffen bedienen. Aber so kannst du mit deinen Waffen rausschießen. Genau, ich sitze hinten, ja. Ja, immer schön vorsichtig, ne? Krass, wenn wir das zu viert spielen, dann ist das, glaube ich, tatsächlich sogar relativ machbar. Weil zu zweit war es gestern echt eine harte Geschichte. Ja. Also, zu viert läuft halt echt gut. Auch wenn Mr. XY hier voll ausklingt mit seinem Wagen. Ja, ist ja egal. Den haben wir ja nicht gebraucht. Das war ja kein wichtiges Teil. Und zeigt er mir eigentlich keinen Zielpunkt an? Achso, doch, da. So. Wird den überziehen? Was gerade, ich muss ein bisschen. Also, es könnte hart werden für dich. Zum Zielen. Ja. Wow. Bei der nächsten Basis, die nächste andere Basis, die hat noch 2 Kampfhelis als Unterstützung da. Und jede Menge Abwehrraketen. Ich sitze bloß scheiße. So wie ich hier sitze, kann ich auch nicht schießen. Bringt es mir überhaupt irgendwas zu schießen? Na, wenn du die Spieler oder die NPCs siehst, dann schon, aber ich sehe halt keine NPCs. Ja. Ja, deine Hand, dein Leben ist relativ in meiner Hand. Aber du hörst auch das Piepen, oder? Ja, das höre ich.
Das war zum Beispiel mein Raketenpiepen. Das andere Piepen ist halt, wenn ich dann so kleine Haken schlagen muss. Aber zu viert geht das wirklich easy. Naja, ja, das ist echt gut. Ich meine, der Typ kann ja scheinbar fliegen und schießen. Das kriege ich ja mit dem Heli nicht hin. Also der, ja. Ich bin froh, dass ich ihn in die richtige Richtung gelenkt kriege und dann ja. Naja. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist auch wirklich katastrophal. Also das ist. Da auf dem McKinsey Flughafen. Der Alamose. Sieht hübsch aus. Oh, er bremst, er bremst. Er bremst doch nicht, das war nur diese. Oh, scheiße, 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 scheiße. So, kümmern wir uns erstmal um die Helis. Haben wir? Autsch, autsch, autsch. Nein. Au, ich bin tot. Ich bin aus dem Heli rausgeschossen worden. Scheiße. Oh. Wow, das ist ein Chaos hier gerade. Das ist zum Beispiel eine gegnerische Rakete. Das piept gerade. So, einen Heli habe ich weg. Dann haben wir beide Helis weg. Ja. Wie viele Außenposten müssen wir zerstören? Au, 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 au. Die beiden. Das ist der letzte. Ah, jetzt werde ich ja vom Passanten angefahren, ey. Schlampe. Gleich tot. So. Ah! Ich bin tot, ja. Ja. Ja, zu Fuß hier, wenn man von einem Passanten noch umgenietet wird, ey, hallo. Bitch. Oh, 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 ist nur noch ein Heli von uns übrig. Ja, nur noch ich und Ben sind noch. Echt? Ja, ja, also immer schön Chico bleiben. Wir haben noch ein Ziel, nur noch ein Ziel. Nur noch ein Ziel. Und der, das ist irgendein Typ mit MG, also. Oder ein Container oder so. Das war's. Yay! Yeah. Oh. Ey, auf schwer. Das heißt, es gibt richtig Geld. 24. 24.000 sogar. Boah! Ich kann mir wieder Munition kaufen. Muss ich einen Arsch voll Erfahrungspunkte. Ja. Bum bum. Bum 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 bum. Bum bum. Von den bösen Stellen habe ich noch nicht. Badum bam bam bam. Prahost. Oh, geht's hier weiter? Ja. Uha, uha. Oh, Moment, Moment. Jetzt kann ich ja meine Munition für alle kaufen. Genau. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. So, jetzt bin ich wieder pleite. Pascal, du bist auch voll? Bin voll. Sehr gut. Bin voll, wie Trevor. Bin voll. Oh, das oh, MJ-Dingsbums ist weg. Ja, das ist ein ja. Das ist ja geil, wenn Trevor diese E-Mail kriegt von dem Sohn von Michael und der meint, ja. lass uns nochmal zusammen abhängen und rauchen. Und Trevor antwortet, nee, weißt du, rauchen macht dich schwach und wie eine Pussy, sagt er, wenn du feiern willst, dann musst du im Bett rauchen. Geil. Du, also Pascal, ich glaube, das hier ist kein Viersitzer. Du kannst ja mal versuchen, noch einzusteigen, aber ich glaube... Ja, spring rauf, lass aber drauf stehen. Ja genau, versuch das mal drauf zu stehen und dann fahr ich auch vorsichtig. So wie du wackelst, wird das nichts. Ich wackel ja gar nicht, von mir aus. Nee. Ja, aber ich bin jetzt noch nicht mal wegen schnell gefahren. Warte mal, ich halte ja mein Auto an. Ich hab nicht geschossen.
Oh. Super, jetzt haben wir schon einen Stern. Aber der Wagen ist frei. Ja, da sind mir dummerweise zwei Passanten in den Schuss gelaufen. Ja, die sind ein paar Patronen aus der Pistole gefallen, ne? Ja, ich wollte eigentlich mit der Einzelschusspistole und hatte die Uzi in der Hand. Oh, guck mal, da kommen Bullen auf uns zu. Und dann noch ein Krampenzeigefinger gehabt. So. Nein! Der schöne Automorgen! So, was müssen wir denn hier machen? Einfach alles töten, oder was? Leute erschießen. Einfach alles töten ist auch eine schöne Missionsbeschreibung. Töte bitte einfach alles. Ja. Einmal die Leiche mit alles. Hat da gerade jemand was mit Explosives geschmissen? Ja, ja, Granaten. Happy. Sehr gut. Hatte schon die Hälfte umgebracht von dem. Oh, 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 nicht runterfallen. Da geht's tief. Da geht's tief. Ich hab grad... Ist das so ähnlich wie, da geht's steil? Und, ja. Und zum, warte auf mich, ich bin noch 2 Kilometer. Was, warum? Wie vorhin mit der Zeit. Ich hab 3 Sterne gerade am Arsch. Scheiße. Als wenn die Mission alleine nicht ausreicht, müssen wir die Bullen jetzt schießen. Boah, das sind aber wirklich viele Bullen. Weil es wird ja auch nicht besser, je mehr wir schießen. Nein! Nein, ich bin tot. Weil du vor mir gestorben bist, kriegst du das Leben noch. Tatsächlich. Was? Ich hab das Leben gekriegt. Nee, ich auch. Echt? Weil wir beide gleichzeitig gestorben sind, oder was? Ja. Ah! Lass das! Ich soll hier ein paar Leute erschießen, also hört auf, meinen Rücken zu fallen. So. Oh, ich wurde erschossen. Kein Leben mehr. Seid ihr schon so oft gestorben? Ja. Wir sollen vielleicht gleich nicht mit Sternen anfangen, weil in der Regel kriegen wir keine Sterne in der Mission. Ja. Meinst du? Mhm. Oh, oh, oh. Mit dem Auto fahren hast du es nicht so, ne? Ja, nicht, wenn man dabei auf mich schießt. So, Weasel News. Ja, ja. Ah. Bam, bam. Polizeiverfolgungsjagden sind großartig, sagte. Ein Demonstrant wurde bei einer Demonstration gegen Demonstrationen gestern erstochen. Eine Demonstration gegen Demonstration. Ja. Wie machst du diese News-Geschichte an? Ist ein Filter. Ah ja, stimmt, da war was. Aber die Filter an sich finde ich eh schon eine geile Idee irgendwie. Ja. Oh Mann. Vor allem der Weasel News ist. Oh ja. Der Verdächtige soll anscheinend mit der Crew der Mayhem-Verbund Crew. Ja. Polizeiverfolgungsjagden sind großartig für die Einschaltquoten, sagt der Sender. Hui! Also, wenn das mal nicht geil aussieht. Ja. Bringt doch leider nichts. Ist egal, es sieht gut aus. Oh, jetzt habe ich wieder die Chance, das letzte gezogen. Wieso? Keine Punkte mehr? Ja, ich habe keine Bullensterne mehr. Also ich habe noch ein paar Granaten reingeworfen. Es dürfte eine ganze Menge tot sein. Das Rückrolls nach. Was? Ja, die Laterne stand eh im Weg. Achso. Hat mir noch nie gefallen, wie der stand. Ja, ich meine, andere Leute fahren Cabrio, er tritt einfach die Tür raus. Das ist Style, das ist eine Art moderner DeLorean. Oh ja, das ist natürlich auch geil. Was mich erstellt ist, dass der Krankenwagen da hingestellt ist, wenn die nicht wieder die Bullen am Arsch haben. Okay, so komme ich auf jeden Fall schon mal nicht rein. Ja, ja. Vielleicht übers Dach. Kommst du nicht über die, nee, da ist noch ein Stacheldraht drauf. Ja.
Da Treppe übers Dach. Wo rennst du denn hin? Komm mal zurück. Rechts, rechts von mir ist eine Treppe. Genau. No. Leiter. Da, das hab ich euch gesehen. Jo, deswegen sag ich dir das so. Ich bin dein All-Seeing Eye. Ich bin dein Real-Life-Cheat. Eagle-Eye. Wir sind hier Big Brother. Wieso hab ich denn jetzt schon wieder einen Stern? Ach, das ist doch scheiße, so. Leck mich am Arsch. Naja, muss ich gleich noch ein paar Granaten kaufen. Oh, Geld wurde zerstört. Glückwunsch. Sehe mich anders. Okay. Haben wir alles? Dann Bild drauf. Oh, so, bitte, diesmal ohne Bohlensterne. Ja. Okay, und, ich schieße auch und nicht das Geld sprengen. Das letzte habe ich jetzt nur gesprengt, weil ich da eh keine Chance habe, weil da überall Bohlen stand. Ich kann da niemand, auf niemanden zielen. Ohne dass die Polizei sofort meine Waffe sieht und alles und sofort wieder riesen Rambazamba macht. Oh, da. Aber diesmal sind wir, glaube ich, recht nah gespawnt. Flaming hat sich schon ein Auto gekrallt. Ja. Ist das denn wirklich nah? Hol ich mal ab, oder? Ja. Oh. Nee, ja, wo bist du denn? Ich komm raus auf die Straße. Mein Typi ist am Fingernägel kauen, ich glaub's ja nicht. Ich hab's gerade gesehen. Ich mach dir mal Musik, dass du dich nicht so langweilst. Ja, ich glaub, der hat bloß Angst. Ich will fahren. Nein, komm, steig ein. Also, die besten Teams sind die, in denen man sich gegenseitig erschießt oder die Autos von den anderen klaut. Ja, ja, da hängt mir auch noch so ein Motorradrennen nach. Scheiße, da steht überall noch Bullen. Nein, immer noch. Ja. Ja, das kann ja witzig werden. Wir gehen einfach mal an den vorbei. Oh, achso, wir müssen die. Achso, die bewachen das Geld. Scheiße. Nein, verdammt. Was tut der ab bei euch? Mach halt ein bisschen Krach. Nein, ich wurde erschossen, da lebte noch ein Polizist, verdammt. Weißt du, da sprengst du dir schon alles in die Luft und denkst du, yay, geil. Ja, nichts ist geil. Boah, da sieht man. Bin ich jetzt alleine? Ja, du bist mal wieder alleine. Fuck. Echt mal, mit euch hier so einen Raub zu machen, ist ja. Das nächste Mal gehen wir gleich aufs Dach oder so. Ja, warte, erstmal. Hey, ich war nicht irgendwie, der einfach mit der Waffe in der Hand auf die Bullen zugerannt ist. Ja, okay. Wie macht man das nicht so? Boah, scheiße, ey, hier nur geschießt und da weiß ich nämlich noch nicht mal. No, oh, das ist umgefallen. Mann, ey. Wie Boateng gegen Messi. Scheiße, ey. Jetzt gab es sogar nur $600 dafür. Ja, zu wenig umgebracht, ne? Ja. Aber für $3000 Gold kaufen. Gold. Gold kaufen. Ja, ja. Ich musste nur für 900. Gold kaufen. Gold kaufen, ja. Ich glaube, die Rakete, die ich auf den Polizeiheli geschossen habe, die war ein bisschen teuer. Irgendwas ist ja immer.
So. Oh, ich habe einen Fallschirm. Cool. Ah, schon wieder diese Pussy-Karre, ey. Ich nehme jetzt mal so ein schönes Auto da vorne. Gut, ich fahr schon mal vorne. Stehen bleiben, Arschloch. Ich? Nee, der da, hinter dir. Ja, wunderbar. Kommt. Hat ihn da rumgebracht? Ja. Ich hab $17 dafür noch eingesackt, als ihr das Auto so gezogen habt. Geil. Ja, ich bin nur zurückgesetzt und hab ihn angestupst im Auto. Flamo, wo rennst du hin? Ich Flamo genannt. Flamo. Flaming. Ja, Flamo, verdammt. Ja, Flamobil. Kennst du nicht das Spielzeug? Flamobil, ja. Das ist eine Spielzeugstätte, die hab ich aufgemacht. Scheiße, ich war doch noch zu schnell, um aus dem Auto auszusteigen. Schön, wenn das Fall geschubbert. So, ich geh mal hier auf das Dach rauf. Au. Ey. Ey! Schnecke! Ah, hör auf! So, meine Rüstung ist zur Hälfte weg, ich danke dir. Warum das denn? Weil er rückwärts gefahren ist und mir die Tür an den Kopf gehauen hat. Ich sag ja, wir sind super Team. So. Sind wir bereit? Nein. Ich komme mal gleich zu dir auf Sach. Der große Tower da oben ist cool. Ja, genau, weil von hier aus kannst du in die ganze Straße reingucken. Wo liegt denn genau das Geld, damit ich weiß, wo ich den Granaten... Ah, das ist der weiße, im weißen Transporter, so wie es ausschaut. Okay, das sah jetzt gerade ein bisschen echsenartig aus, wie ich auf die Leiter gehüpft bin. Du Lurch, du. Ja, so Moonwalk-mäßig seitwärts vorbeigestraft und dann plötzlich hing er eigentlich an der Leiter. Wir haben ja auf der anderen Seite auch eine Leiter, um in die Gasse runterzukommen. Okay. Dann kommen wir schön in die Gosse runter. In die Gosse? Ja. Okay. Wo ist das Geld drin? Hier links unten, der Weiße. Sollen wir loslegen? Ja, na, ich sehe noch nichts. Alter, ja. Dann leg mal nur auf die anderen schon. Mein Gott. Also, wie soll man denn da runterdrücken? Ah, Granate auf dem Dach. Oh, Scheiße. Warum wirft er die nicht, der Blödmann? Ja, dafür musst du zielen, um die zu werfen. Wenn du nicht zielst, dann lässt er die einfach fallen. Ja, ich hab gezielt. Jetzt hab ich erstmal 3 Sterne. Ja, könnt ihr mich bitte nicht erschießen? Das hab ich nicht. Also. Wenn jemand da rechts neben mir auf der, was erhöht steht, der hat mich erschossen. Super, ich bin auf der anderen Seite von der Straße. Soll ich den Heli mal runterholen? Bitte. Okay. Da kommt neuer Heli. Kam neuer Heli. Ah, Zug! Problem ist, bei den ganzen Leuten weiß ich gar nicht, was Bulle und was Gegner ist. Die Bullen sind die Gegner. Ganz einfach. Kommt da schon wieder ein Heli? Ja. Scheiße. Ich muss jetzt leider einen kleinen Umweg gehen, weil ich hinter so einem ewig hohen Zaun gespawnt bin. Irgendwie scheint die Mission ja nicht ganz so einfach zu sein. Ja, nicht wirklich. Ah, da wurde ich vom Heli erschossen. Oder aus dem Heli. Der Heli selber hat ja nicht geschossen. Ja, ich wurde auch aus dem Heli erschossen. Okay. Kann man da eigentlich reinfahren mit dem Auto? Ja, wir müssen uns da auf jeden Fall eine Idee überlegen. Einfach da reinzuschießen bringt ja nicht viel. Ja. Kommt ja von hinten an, ey, ich werd verrückt. Guck mal, was ich da haben. Nein! Oh. Verdammt! Wurde in den Container rein entsorgt. Ja, ist ja gut, auch reingehüpft und erschossen. Jetzt entsorgt. So, hier an der Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut.
weil wir uns tatsächlich noch relativ lange recht bescheuert anstellen. Es ist super lustig, aber es braucht halt echt seine Zeit. Ich hoffe, ihr schaut da in der nächsten Folge rein, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Ich kann nur verraten, wir kriegen es tatsächlich irgendwann hin, aber es braucht seine Zeit. Bis dahin sage ich ciao, ciao, happy ciao. Wir sehen uns.